Gegrüßt, willkommen zurück hier bei Dragon Quest Heroes. Wir müssen zurück nach Dovahdokia schreiten, um endlich das Zwergenreich zu befreien. Aber nein, da will dieser über 80 Stricher wieder von uns. König Dirk, was gibt es heute? Ja, es sieht so aus, als hättet ihr euch ganz schön verbessert. Das ging ja ganz schön geschwind, ne? Wahrscheinlich lag das daran, dass ihr ganz schön viel praktisch geübt habt, nicht wahr? Viel praktische Kämpfe ihr durchzogen habt und was weiß ich, was ihr alles gemacht habt. Gut gemacht. Nun, ich habe noch eine gute Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Also, wie wäre es? Habt ihr Zeit, die anzuhören? Eine gute Geschichte? Ja, was könnte das denn sein? Nun, es scheint so, als gibt es noch ein paar Übungsschreine, in denen ihr neue Prüfungen annehmen könnt und bestreiten könnt, meine lieben Freunde. Und immer wenn ihr diese Proben und Prüfungen schafft, dann werdet ihr immer stärker und stärker, sagt man sich. Also wie wär's denn? Fasst euch doch mein Herz, passt auf euch auf und wagt euch an so eine Prüfung, ne? Wär das nicht was? Dann werdet ihr noch stärker. Ja, also falls ihr eure Vorbereitung getroffen habt, so eine Prüfung anzunehmen, dann solltet ihr immer ganz schnell zum Questorder gehen, zum Questschalter. Ja, König Dirk, aber vorher müssen wir erstmal die Zwerge befreien. Der meckert immer, dass wir so eilig haben und dann labert er uns da was voll, ey. So, wir gehen jetzt in die nächste Mission, die heißt Daikeidoni Tadasumu Kyozo. Die riesengroße Statue, die in der Kathedrale steht. Um Gottes Willen, das klingt nach einem Bossfight. Auf jeden Fall eine kleine Zusammenfassung gibt's hier noch. Ja, nachdem wir hier die ganzen Monster in der Stadt vertrieben haben, suchen Akt und seine Leute immer noch den hier Zwergenvorsteher und seine Leute da. Allerdings waren bisher noch keine Spur von ihnen hier irgendwo zu sehen, also wir haben sie noch nicht gefunden. Der einzige Ort, der jetzt noch übrig bleibt, ist die Kathedrale. Um Gottes Willen, also wir sollten uns ganz schnell beeilen und dorthin rennen. Machen wir auch zugleich, indem wir die Mission starten. Mit Blick hier. Ah, auf dieses Prachtwerk, dieses schöne Gemälde hier von diesem Zwergenbau. Ah, ich kann mich gar nicht genug dran satt sehen, ganz ehrlich gesagt, ey, das ist ja wirklich fabelhaft. Aber noch besser wäre es, wenn es jetzt startet. Und da geht's auch schon direkt los in ein Video. あなたたち何を怯えているの？お前たち。怖がらなくていいのよ。見ての通り、私たちは魔物じゃないわ。きっとひどい目に遭われたのでしょう。さあ、はぐれていた娘さんをお連れしましたよ。待て。読めたぞ。 後ろだ! Grundgütiger! Was kann man sich Schlimmeres vorstellen als eine schnauzbärtige Riesenstatue? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir uns um die wahrscheinlich kümmern hier. Sie heißt Daimajin, der riesengroße Dämon. Und der scheint hier schon direkt zu Beginn seine dämonischen Kräfte zu entfesseln. Können wir ihn einfrieren? Wir versuchen es einfach mal mit einem Diamond Dust. Aber das wird schwer wahrscheinlich bei so einer Schade, oder? Na gut, egal, wir versuchen es trotzdem. Die Zwerge sind hier außer Rand und Band, die wissen gar nicht, was hier mit ihnen geschieht. Ich ganz ehrlich gesagt auch nicht. Aber wir ziehen ganz schön schnell Energie ab. Also das geht schneller als erwartet. Komm, jetzt peitschen wir nochmal aus. Schön hier strammer Leder auf harten Stein schlagen und noch ein bisschen sexy Beam hinterher. Haben ihm erstmal seine Poperze geküsst, das ist auch schön. Oh mein Gott. Ja, der Zwergenstammesälteste will eine kleine Pause haben, der kann nicht mehr. Aber dafür ist jetzt keine Zeit, erkennt hier auch der Verlobte der kleinen Zwergin. Und jetzt ruft der große Dämon die Statue, also Monster zur Unterstützung, das ist ganz schlecht. Das entgegnen wir mit Liebe und gucken dann mal, was er hier beschworen hat. Ach du Kacke, da ist schon ein Torwächter. Und mein Freund, die Rüstung, die werden wir jetzt von hinten begatten werden. Haha, komm her. Oh, jawohl. Oh, noch ein bisschen Liebe hinterher. Sehr schön. Jetzt geht er. Oh, dieses dreckige Schild. Er nervt. Er nervt sowas von. Ey, hör auf damit. Hör auf, dich zu wehren. Es ist doch zwecklos. Youngas, komm jetzt zur Hilfe und kümmere dich nochmal hier ein bisschen um die Statue, damit sie hier nicht gleich die ganzen Zwerge zertrampelt. So, den Fokus auf ihn. Ach, keine Arschbombe hier. Ich spalte dir den Schädel.
Ah, verdammt, ey, dieses Focus-Lock-On-Ding ist sehr... Ey, lass uns mal weg, lieber. Ah! Und geht, der ist ganz schön fix, ja? Da kommt Young das nicht so schnell hinterher. Dann müssen wir mal ein bisschen schießen. So, jetzt ist er stehen. Ah, geblieben. Und im gleichen Moment springt er schon wieder los. Ah, das ist ja einer. Komm noch mal her. Was hat der denn gegen die Zwerge? Das ist ja voll der... Was ist denn das? Immer auf die Kleine oder was? Ja, hier der Zwergenälteste, der pfeift schon aus allen Löchern. Der braucht eine kleine Pause. Aber, dafür bleibt jetzt wirklich keine Zeit. Ah. Noch ein Dane daher. Und auch schon, wir ziehen echt nicht viel ab. Okay, und jetzt hat er der große Dämon das Interesse an uns verloren und jagt jetzt schon wieder den Zwerge. Das ist ja ein Arschloch, aber ehrlich mal. Warum nimmt er es nicht mit uns auf, ja? Hallo? Das ist ein Feigling. Die kämpfen können. Ah! Lässt erst stehen und rennt hinter die Armen und Hilflosen, ja? Aber wir können ihm erstmal eine Reihe auf den Kopf schlagen lassen. Und jetzt kriegen wir ihn. Ah! Jawohl! Das geht auf seine HP. Mm. Aber schon wieder hat er das Interesse an uns verloren. Das ist ja... Jetzt warte doch mal! Und ihr verpisst euch, ihr dreckigen Skelettkrieger. Ich will nichts von euch. Nein, wir schlafen, verdammt. Jessica, hilf uns! Ah! Jawohl! Oh, mal abdancen. Youngus macht mit. Aber haut gleich nochmal hinterher. Mit so einem Totem-Masan. So, die Monster sollen uns angreifen, bitte. Wir haben noch am meisten HP mit. Ah, und da lungern die auch überall schon diese Schlammhände rum wieder. Ah. Verdammt. Oh. Oh, was willst du einfach so um? Aber wir... Oh, ja. Jetzt hauen wir hier Damage raus. Das gibt's doch gar nicht. Ja, langsam. Sollte es Ende sein, erkennt ihr auch Flora. Also hier, Zwerge, gibt noch ein bisschen euer Bestes. Bald habt ihr es geschafft. Da hauen wir noch einen Schlammhand raus. Die jetzt nicht wirklich viel bringt, oder? Oder hält sie den auf? Oh, jetzt ist er wütend. Jetzt ist die Statue wütend. Oh, Young, das kommt noch auf. Ja, Zwergenältester, wir wissen, dass du erschöpft bist. Können wir auch nichts ändern dran. Wir machen ja schon alles, was geht hier. Oh Gott. Ah, jetzt bleib doch mal stehen, du alter steinerner Depp, ey. Verdammt nochmal! Der ist echt fix! Komm her! Diamond Dust! Naja, hat es auch nicht wirklich gebracht. Hier spielt die Musik! Jawohl! Und zwar so richtig! Er ist wütend. Ich auch! Ich auch! Und ich weiß, wie ich das zu wenden habe! So, Giga Slash in seinen Schritt. Und das hat ihn jetzt auch außer Gefecht gesetzt. Oh, nicht auf uns fallen. Das war's. Wir haben es geschafft. Da sind noch ein paar Monster, aber die haben den Kampfeswillen schon komplett verloren. Ja, irgendwie haben wir es geschafft. Erkennt ihr auch die gute Mär. Was gibt's jetzt noch zu sagen? Wir sind die Retter von Dovadokia. Yoshito! Kore de hontou ni mamono wa inakunatta wa ne? Sa, hayaku anata no taisetsu na hito no tokoro e. Arigato, minasan. Hontou ni arigato. ディルク様、王自ら兵を引き、我が娘を、そしてこの町をお救いくださるとは、わしは感無量でございますぞ。何の？王として当然のことをしたまでじゃ。本来ならもっと早くに駆けつけたかったのだが、他の町も大変なありさまでな。やはり魔物たちの異変は世界中に広がっておるのですな。
これは由々しき事態じゃ。族長殿、わしは世界を束ねる者として異変の原因を探り、魔物たちを元に戻したいと思っておる。どんなことでも構わぬ。何か手がかりになりそうなことを知っておらぬか。一つだけ心当たりが。我ら一族に代々伝わる太古の神話、封じられし闇竜についての伝承です。この世の最も深く暗き場所に眠りし闇の竜、その強き闇の力はあらゆる光を覆い隠し、あらゆる闇を増幅させる。その眠りを、決して妨げてはならない。闇竜の目覚めは破滅の始まり、世界の調和は崩れ去り、永遠の闇に閉ざされる。フローラさん、あなた知ってるの？昔絵本で読んだ異世界の物語に同じことが書かれていたんですの。印象的だったものですから私覚えていて。不思議なこともあるもんですな。我ら一族に伝わる伝承もこのお嬢さんがそらんじたものと全く同じです。なるほど。次元島の噴煙や魔物たちの異変に闇竜が関係しているかもしれないということか。つまり起こしちゃいけない闇竜が目覚めようとしているかもしれないってこと。おい、古い言い伝えゆえどこまで正しいものかは分かりませんが。闇竜の言い伝えは知っておったが、確かに世界の異変と何か関係があるのかもしれんの。だとしたら手遅れになる前に手を打たねば。あの、国王様。ん？私たちも皆さんとご一緒させていただけませんか。詳しいことはまだよくわからないけど、この世界で大変なことが起きてるんでしょ。放ってはおけないわ。でもいいの？あなたたちには一刻も早く元の世界に帰らなきゃいけない事情があったんじゃ。ええ、でもこの世界の事情を知ってしまった以上、私たちだけ知らんぷりなんてできませんわ。なんと清らかな心根の娘さんたちなんじゃ。心から歓迎するぞ。いざ共に進もうではないか。ありがとう。それじゃあ皆さん、改めてこれからもよろしくね。Natürlich habe ich noch genug Platz für euch zwei wunderschöne Grazien in meiner Party. Frauen kann man ja eigentlich nicht genug dabei haben, ja? Die leisten ja wenigstens hier noch was. Die haben was auf dem Kasten. Also warum sollte ich von den beiden die Bitte ablehnen, ne? Nee, das meine ich. Also herzlich willkommen in unserer Party, Bianca und Flora. Okay, und Bianca sagt jetzt: Oh, ich wusste gar nicht, was ich tun sollte, als dieser große Dämon erschienen ist. Aber Gott sei Dank sind die Zwerge alle in Ordnung hier, der Dorfvorsteher und hier der Verlobte und die kleine Zwergenbraut. Ja, wirklich! Oh, es war so schön, dass hier die Zwergentochter da und ihr Verlobte sich treffen konnten. Das war doch so, so toll! Das war so schön! So von Glück geschwängert, ey. Naja, jedenfalls, mir wurde ganz warm im Herz, als ich das gesehen habe. Also, ich bin gerührt. Ich bin wirklich gerührt. Das war schön. Ja, ihr beiden, also, ihr solltet doch eigentlich so schnell wie möglich wieder in eure Welt zurück wollen, oder? Aber trotzdem, kooperiert ihr mit uns? Unterstützt uns? Helft uns? Also, ihr habt doch zwei Leute, die ihr noch wieder treffen wollt, oder? Eure Liebsten. Ist das wirklich in Ordnung? Also, ja, also, das geht nicht. Wir können euch doch nicht einfach hier im Stich lassen. Das ist euch und eure Welt, das bringen wir nicht übers Herz. Und, ja, sicherlich wären auch unsere Liebsten dafür, dass wir euch unterstützen werden. Und dass wir auch an eurer Seite mitkämpfen. Nicht wahr, Bianca? Bianca-san? Was sagst du dazu, kleine Bianca? Hä? So, ne? Ja,
Ganz genau. Und ja, also, wenn wir euch jetzt hier im Stich lassen würden, angenommen, ne, und dann zurück in unsere Welt zurückkehren, dann würden unsere Liebsten uns den Arsch versohlen. Ja, die wären richtig sauer auf uns. Also, das können wir nicht riskieren. Deshalb, gehen wir unser Allerbestes, dass diese Welt wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt wird. Also, wir werden euch helfen und unsere Kräfte zur Verfügung stellen. Bianca und Flor sind somit unsere neuen Kameraden. Ach, wie herrlich. Das wird erstmal mit diesem schönen kleinen Jingle hier gefeiert. Juhu. Wow, super, toll. Ach, herrlich. So, dann schießt mal los, was könnt ihr so? Bianca, was kann sie denn? Bianca kann mit ihrem Bogen Gegnern weiter Entfernung attackieren. Das ist halt ihre Spezialität. Und wenn man Quadrat längere Zeit drückt, dann kann man die Fertigkeit des Pfeils, den man abschießt, sogar noch verändern. Also man kann den variieren, wie sie da schießt, wie sie feuert anscheinend. Und dann halt, ja, andere Kombos vielleicht auch raushauen. Biancas Spezialfertigkeit heißt Thunderbolt. Und da beschwört sie eine Blitzkuppel, eine Donnerkuppel und hält damit die Gegner auf. Und ja, das ist sehr effektiv, wenn man es zu Zeiten benutzt, wo die Gegner auf weiter Distanz zueinander sind. Also wenn sie weit entfernt sind, kann man halt diese Spezialfertigkeit nutzen. Flora! Wenn man Dreieck drückt, dann schießt sie so magische Kugeln, wie wir ja schon gesehen haben. Und das sind so zeitverzögerte Attacken. Dafür ist sie halt bekannt, weil das ja halt längere Zeit dauert, bis die ankommen, diese Kugeln. Und wenn man Quadrat drückt, dann kann man die MP, Magiepunkte, wiederherstellen, allem Anschein nach. Flora Spezialfertigkeit heißt Miracle Moon! Und da kann sie weit entfernte Gegner in einem großen Radius wiederholt angreifen und Schaden zufügen. Und ja, wenn man das mit anderen Attacken kombiniert, dann kann das sehr effektiv sein und sie ist halt gut im Kampf. Dann klingt ja wie so eine kleine Sailor Moon, die kleine, ha? Sieht doch schon so ein bisschen so aus, ja? Haarfarbe stimmt zwar nicht und so weiter. Egal. Über andere Aktionen können wir uns natürlich im Menü unter dem Aktionsreiter noch weiter informieren. Das wissen wir, liebe Flora. Wir bedanken uns für die schönen Informationen. Und gucken mal, was wir jetzt machen können. Wir heimsen jetzt erstmal alles ein, was wir hier gewonnen haben. Ah, Skill Points und Gold natürlich. Und die ganzen schönen Gegenstände. Ja, das ist toll. Ja, jetzt ist relativ schnell zu Ende die Folge, ja? Was machen wir? Wollen wir noch... Wir starten nochmal hier, ja? Wir starten nochmal die Mädels, die Neuankömmlinge hier mit ihren Skills ein. Wie ihr seht, die haben ja noch was hier gleich. Moment mal hier, da. Uah! 8903? 8903? Wow, da müssen wir erstmal jetzt ordentlich hier Skills verteilen. So, erstmal wieder nach wie vor die ganzen Zaubereien hier entfesseln. So, Meda. Medami. Und da scheint auch schon die nächste. Medasum. Okay, und dann hier. Die zaubern gut, also MP. Magiepunkte galore, sagen wir mal hier. Bisschen Verteidigung, ja, die brauchen auch noch ein bisschen Rüstung, ja. Hauen wir auch noch raus. So, können wir hier noch was verbessern? Dadiho. Thunderbolt noch verstärken, das klingt gut. Ich mach das mal aus dem Gefühl einfach hier. Samidoruchi-Kyoka, auch das. Und, Multi-Arrow. Ja, Multi-Arrow klingt immer gut. Mehrere Pfeile, da erscheinen sogar neue Sachen. Cool. Da, das machen wir nochmal stärker. Multi-Arrow und Strong-Arrow auch. So, starker Pfeil. Da haben wir fast alles prellt hier. Gibt's hier noch was? Nee, das ist zu teuer. Hier noch ein bisschen Energie. Ja. Bisschen Energie noch. Damit haben wir ihre Punkte verteilt. Flora, du kriegst auch deine Spezialfertigkeiten hier. Miracle Moon. Maelstrom. Nochmal hinterher und da erscheint schon der nächste. Maelstrom, unendlich. Io. Was ist die nächste Stufe von Io? Ioda. Kriegst du auch. Und was ist das? Ionassen! Ja, und hier komm, die will zaubern, deshalb kriegt sie auch hier alles verstärkt nochmal. Das verstärkt ist all die Fähigkeiten, die wir ihr gerade ausgestattet haben. Die Zauber macht es nochmal um Weiten stärker. So, aber sie braucht auch noch ein bisschen Magie. Weil sonst hat sie die ganzen Zauber und kann nicht zaubern, weil sie keine Magiepunkte hat. Ja, auch schlecht, ne? Deshalb, da holen wir erstmal alles raus, ja? Komm hier! Ah, hier, raus! Nein, doch, hier, raus! So, okay, gut, was noch? Ein bisschen Weisheit. Grips in die Birne, schustern und dann ist sie auch gut bedient. Ja, so, haben wir das? Wollen wir noch was machen? Komm, machen wir noch mal was. Gehen wir ja noch mal zum
Rüstung feinen und gucken, ob der noch irgendwas hat für uns. Sind coole neue Waffenmaschinen, sogar für Akt. Oh, für mehr auch noch. Aber ich würde sagen, hier das Platinschwert. Das packen wir raus, ja? Guckt euch das an, das liegt auch gut in Händen, das nehmen wir mit. Jetzt haben wir natürlich aber sonst kein Geld mehr wahrscheinlich, ja? Dachte ich, komm, kaufen wir noch was für die Neuankömmlinge, aber kein Geld mehr. Das tut mir aber leid. Das tut mir wirklich recht. Das ist ja untröstlich. Was mir noch mehr leid tut, ist, dass wir jetzt die Folge an dieser Stelle leider beenden müssen. Aber liebe Leute, wenn es jetzt endet, heißt es, dass es in der nächsten Folge weitergeht, trotz allem. Deshalb hoffe ich, dass ihr bis dahin ganz gesund bleibt. Dass es euch gut geht, dass ihr das Leben genießt bis dahin. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es hier bei Dragon Quest Heroes weitergeht. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.